Seit ich Kind war, wurde mir erzählt, dass der Ohrenkneifer Ohrenkneifer heißt, weil er in die Ohren reinkriecht und da reinbeißt. Kennst du das auch? Das ist natürlich Blödsinn. Der Ohrenkneifer könnte mein neues Lieblingstier werden, trotz seiner Zangen. Die Lüge, die dem Insekt seinen schlechten Ruf eingebracht hat, kommt aus dem Mittelalter. Damals waren die braunen Ohrenkneifer, die eigentlich Ohrwürmer heißen, eine Medizin. Und zwar gegen, genau, Ohrenschmerzen. Pulver aus toten Tieren, nicht die lebenden. Seine Zangen braucht er bei der Paarung oder bei der Jagd. Weltweit gibt es von den Tieren 1700 Arten. Theoretisch gehören die Ohrenkneifer zu den Fluginsekten, aber nur die wenigsten können das auch. Und außerdem sind sie, so wie ich, ein kleines bisschen schüchtern und kommen nur nachts raus. Was macht denn mein neues Lieblingstier vielleicht auch zu deinem neuen Lieblingstier? Vielleicht die Tatsache, dass sie ihren Nachwuchs pflegen. Und zwar auch nachdem der geschlüpft ist. Und weil die Ohrenkneiferwürmer so tolle Helfer im Garten sind. Sie lieben Blattläuse und sind deshalb so eine Art natürliches Pflanzenschutzmittel, das halt im Dunkeln agiert.